So, jetzt wollen wir hier mal schauen. Okay. Julian? Felix? Was machst du denn hier? Das hat ja tatsächlich funktioniert. Jungs, ganz ruhig, ich erkläre euch das alles. Okay, jetzt bin ich aber gespannt. Aha. Ja, es ist leider nicht so einfach, um es kurz zu machen. Ihr seid nicht real. Ja, was soll das denn heißen? Ich meine, wir sitzen doch hier und können mit dir reden. Also. Ja, Felix, das ist verschreckt die Kamera. Nee, so einfach ist es leider nicht. Und zwar, ich habe ein Sprachmodell von euch beiden mit einer künstlichen Intelligenz trainiert. Und ihr könnt auch realistisch nur das sagen, was ich möchte. Und das war mir hier auch gerade alles ein bisschen zu viel. Das ist viel zu crazy gerade. Deswegen, ich glaube, Nee. Julian, schnapp dir den. Stopp! Festhalten! Damit hat er auf jeden Fall nicht gerechnet. Nee, auf keinen Fall, ey. Aber Julian, wenn wir eigentlich eine künstliche Intelligenz sind, dann müssten wir ja theoretisch alles wissen. Frag mich mal was. Wann wurde das erste iPhone announced? Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, Steve Jobs stellte das iPhone am 9. Januar 2007 auf der Macworld-Konferenz und Expo in San Francisco vor. Boah, Mensch, du kennst dich aber aus. Ah. Okay, noch eine. Welchen YouTube-Kanal sollte jeder abonnieren? Julian, was ist das denn für eine Frage? Natürlich Tipps, Tricks and more. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Julian? Felix? Julian! Was passiert, Julian? Julian! Ja, Leute, heute tauchen wir mal ein bisschen in das AI-Thema ein und schauen uns eine Sparte an, die sonst, glaube ich, noch nicht so oft behandelt worden ist. Wann verschmilzt künstliche Intelligenz mit der Realität? Und vor allem, was kann man damit alles anstellen? Darum geht's heute. Es wird absolut mindblowing werden, also bleibt dran. Ja, Freunde, das Video hier hat mir wirklich einiges abverlangt. Aus, hey, ich mache jetzt auch mal irgendwas mit AI, ist nämlich schnell, okay, wenn ich wirklich was Krasses machen will, muss ich mir einen Server mit extremer Leistung, CPU, RAM und so weiter mieten, geworden. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt, denn all das, was ihr eben gerade im Opener an Stimmen gehört habt, außer meiner natürlich, war nicht echt, sondern zu 100% computergeneriert. Ich habe also im Vorweg Audioaufnahmen mit meiner Stimme erstellt. Das ist eine erste Testaufnahme mit der Stimme von Felix und wir schauen mal, wie gut das Ganze schon klingt. Konnte diese dann durch ein AI-Sprachmodell jagen und erhielt dann das hier. Das ist eine erste Testaufnahme mit der Stimme von Felix und wir schauen mal, wie gut das Ganze schon klingt. Schon ein bisschen scary, oder? Aber wie geht das überhaupt? Wenn man eine Stimme einer anderen Person klonen möchte, braucht es dazu heutzutage erschreckend wenig. Schon 5 Minuten Audiomaterial können ausreichen, um so ein Sprachmodell zu trainieren. Wie realistisch dieses Stimmabbild am Ende klingt, hängt aber auch immer von der Qualität der Audioaufnahmen ab. Wie es nun mal meistens bei künstlicher Intelligenz ist, wenn ich Garbage reingebe, bekomme ich auch Garbage wieder raus. Ich habe mich natürlich auch gefragt, an welchen Personen ich euch das Ganze mal demonstrieren möchte und bin schlussendlich bei Julian von Own Galaxy und Felix vom Kanal Felix Bar hängen geblieben. Beide betreiben jeweils einen der größten Tech-YouTube-Kanäle in Deutschland. Die meisten von euch haben die beiden also sicherlich schon mal gesehen und vor allem gehört. Ich möchte an der Stelle kurz erwähnen, dass ich mit den beiden natürlich vorher abgeklärt habe, ob sie mit so einem Video hier fein sind. Das waren sie und das hat mir einen großen Vorteil geboten, denn die beiden betreiben außerdem einen Podcast zusammen, was für mich natürlich eine super Datenquelle war. Dort gibt es auch immer einen Outro-Song, eigentlich mit einer Frauenstimme, wo ich vielleicht auch was mit angestellt habe. Dazu aber gleich noch mehr. Der Ablauf, um so ein Sprachmodell zu erstellen und schlussendlich auch zu verarbeiten, ist dabei folgender. Als erstes müssen wir der Software viele, viele einzelne Sprachausschnitte einer Stimme geben. Ich habe dazu einfach eine Folge des Podcasts der beiden heruntergeladen und dort die Teile herausgeschnitten, wo beispielsweise nur Felix zu hören war. Fürs Training des Sprachmodells durften diese einzelnen Tonschnipsel nicht länger als 10 Sekunden sein. So hatte ich von Felix am Ende
etwa 150 einzelne Sprachsamples mit einer Gesamtlänge von ca. 20 Minuten. Das war also unser überschaubares Lernmaterial. Um nun damit ein Sprachmodell zu trainieren, braucht es nicht nur passende Software, sondern auch viel, viel Rechenleistung. Ich habe mich schlussendlich für ein Open-Source-Projekt auf GitHub entschieden, welches aber eigentlich für Gesang ausgelegt ist. Trotzdem funktioniert das Tool auch wunderbar mit ganz normal gesprochenen Inhalten und läuft vor allem lokal. Bedeutet, die Stimmen werden für das Training nicht auf irgendwelche fremden Server hochgeladen. Das war mir persönlich auch wichtig. Wie eben schon erläutert, braucht es viel Rechenleistung, um so ein Sprachmodell zu erstellen. Und ohne jetzt zu viel auf die spezielle Software einzugehen, man muss dort nämlich viele, viele kryptische Zahlenwerte ändern, die am Ende ausschlaggebend für die Qualität des Sprachmodells sind, kann man dort aber auch die Länge eines Trainings definieren. Dabei gilt stets, umso mehr Training, umso besser ist am Ende auch das Sprachmodell. Meine Idee war es zuerst, einen ausrangierten Server von mir mit einer Grafikkarte auszustatten und damit dann das Sprachmodell zu trainieren. Das hat auch geklappt, jedoch war mir meine Grafikkarte mit 12 GB VRAM etwas zu langsam. So hätte nämlich das Training von nur einem Sprachmodell mit 10.000 Durchgängen, bedeutet 1,5 Millionen Sample-Analysen, über 40 Stunden gedauert. Daher habe ich mich dann schnell dazu entschlossen, für dieses Projekt hier einen Server mit richtig heftigen Specs zu buchen. So ist es bei mir ein Ubuntu-Server mit 90 GB RAM und einer Nvidia A100 Grafikkarte mit sage und schreibe 80 GB VRAM geworden. Eine Grafikkarte, die sonst fast 20.000 Euro kostet. Absolut verrückt. Die CPU ist bei so einem Training übrigens absolute Nebensache. Ausschlaggebend ist lediglich der VRAM der Grafikkarte und das sehen wir auch ganz gut, wenn wir mal in die Nutzung beim Training reinschauen. Hier werden fast 100% dieser heftigen GPU dauerhaft genutzt. So konnte ich die Trainingszeit von 40 auf nur 10 Stunden reduzieren. An der Stelle übrigens ein kurzes Shoutout an Paperspace aus den USA, wo ich diesen Server mieten konnte. Das ist keine Kooperation, auch nicht irgendwie mit denen abgesprochen oder so, aber die Jungs dort haben mir einfach wirklich sehr kurzfristig einen Server bereitstellen können. Ich hatte auch einen persönlichen Kontakt, der super, super nett war und das Teil hat mich am Ende etwa 3 US-Dollar pro Stunde gekostet. Wenn ihr also mal was mit AI machen wollt oder viel Leistung braucht, schaut mal in die Videobeschreibung, da habe ich einen Link für euch, wo ihr direkt mit 10 Dollar gratis starten könnt. Das krasse Teil hat also dann im Hintergrund gerechnet und es wurde Zeit, einen ersten Test durchzuführen. So Leute, es ist der spannende Moment gekommen. Ich glaube, wir können einen ersten Test mit Felix Stimme hier anfahren. Wir haben jetzt 1100 Durchgänge hier von den insgesamt 4000 und ich habe mir gedacht, wir machen einfach mal so ein kleines Zwischenfazit. Vielleicht reichen ja auch 1000 Durchgänge schon aus, dass wir hier echt ein Modell haben, was schon verdammt überzeugend klingt. Das ist ein erster Test hier mit dem Voice Cloning Tool und ich bin mal sehr gespannt, wie gut das hier schon abschneidet und ja, wir werden einfach mal schauen, wie gut das Ganze hier schon funktioniert. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, ob das jetzt komplett janky irgendwie wird oder ob das schon irgendwie brauchbar ist. Lasst mal reinhören. Das ist ein erster Test hier mit dem Voice Cloning Tool und ich bin mal sehr gespannt, wie gut das hier schon abschneidet und wir werden einfach mal schauen, wie gut das Ganze hier schon funktioniert. Yo! Alter Falter! What the heck? Hier, ich muss noch eben vergleichsweise den Anfang hören. Das ist ein erster Test hier mit dem Voice Cloning Tool. Das ist ein erster Test hier mit dem Voice Cloning Tool. Yo! Holy shit! Alter, das kann mir keiner sagen, dass das gerade nicht verblüffend ist. Das ist schon echt krass, oder? Das Tool, welches ich genutzt habe, funktioniert übrigens nur, indem ich eine Tonaufnahme bereitstelle, welche die Software dann mit dem Sprachmodell interpretieren kann. Eine Texteingabe, also Text-to-Speech, ist derzeit noch nicht möglich. Das Tool kennt dabei übrigens auch keine Sprache an sich, sondern geht nur mit Lauten um. Bedeutet, man kann auch Tondateien von ganz anderen Sprachen reingeben, die Zielperson vielleicht gar nicht sprechen kann und erhält trotzdem ein nahezu perfektes Ergebnis. Este es un fichero de muestra de locuciones de Alberto Goitre, profesional con más de 20 años de experiencia en televisión y comunicación corporativa.
Este es un fichero de muestra de locuciones de Alberto Goitre, profesional con más de 20 años de experiencia en televisión y comunicación corporativa. Auch ganz spannend, hier mal ein Vergleich von dem Sprachmodell nach nur 30 Minuten Training und nach 10 Stunden Training. Moin Felix hier, jetzt wäre noch mal ein perfekter Zeitpunkt, um einen Daumen hoch dazulassen. Moin Felix hier, jetzt wäre noch mal ein perfekter Zeitpunkt, um einen Daumen hoch dazulassen. Ich finde, da fällt vor allem auf, dass Artefakte verschwunden sind und die Stimme deutlich klarer geworden ist. Ich habe hier auch nichts irgendwie noch nachbearbeitet. Als dann beide Sprachmodelle komplett fertig trainiert waren, habe ich damit als erstes den Opener erstellt, den ihr ja auch schon am Anfang des Videos gesehen habt. Außerdem habe ich den Podcast-Song von Julian und Felix genommen und daraus ein schönes Duett gezaubert. Well, don't it seem like a drag? Oh, well. Like pulling all of your joy in a big brown bag. No, I won't listen to any of that jazz. Für mich ist das eigentlich immer noch eines der krassesten Beispiele, weil Gesang ist einfach so die Königsdisziplin von dem Ganzen und hat bei meinem Testen fast noch besser funktioniert als normal gesprochene Sprache. Wenn ihr den vollen Song und auch nochmal die Reaktion von Felix und Julian auf dieses Projekt hier sehen möchtet, dann schaut unbedingt nächsten Sonntag mal im Podcast der beiden vorbei. Links dazu sind in der Videobeschreibung. Und so lustig und faszinierend das auch alles ist, gibt es natürlich auch große, große Schattenseiten, die ich hier auf keinen Fall außer Acht lassen möchte. Denn ihr habt ja selber im Laufe dieses Videos gehört, wie gut das Ganze jetzt schon funktioniert. Je nachdem, über welche Lautsprecher man sich diese Fake-Aufnahmen anhört, ist in den meisten Fällen kein Unterschied mehr hörbar. Erst recht nicht, wenn man mit sowas nicht rechnet und nicht explizit drauf achtet. Was man mit so einem Tool anstellen könnte, ist absolut verrückt und könnte sogar ganze Existenzen zerstören. Gerade auf YouTube und Instagram kennen wir ja alle diese typischen Fake-Gewinnspiel-Kommentare und selbst darauf fallen ja schon erschreckend viele Zuschauer rein. Wenn jetzt jemand losgehen würde und so ein Tool an der Hand hätte, die Schadenssummen wären immens. Moin Max, Felix hier. Ich wollte dir einmal gratulieren, denn du hast den brandneuen Apple-Klappspaten gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Es gibt nur ein kleines Problem, und zwar das Ding war so teuer, ich kann jetzt nicht auch noch den Versand bezahlen. Wäre super cool, wenn du mir einfach eben die 20 Euro an meine PayPal schicken könntest und dann hast du den morgen. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Ich persönlich finde das alles schon sehr alarmierend, denn wir sind kurz vor dem Punkt, wo es solche Fälle eventuell auch vor Gericht schaffen könnten. Und was bedeutet dann noch eine Beweistonaufnahme oder sonstiges? Das sind so Fragen, die mich in der letzten Woche, während ich das hier alles gemacht habe, einfach sehr beschäftigt haben. Und ihr habt ja selber nun auch einen Eindruck von dem Ganzen bekommen, deswegen gebe ich die Frage einfach mal an euch weiter. Was denkt ihr? Sollten solche Tools eingeschränkt werden? Brauchen wir weltweite Regulierungsmaßnahmen für künstliche Intelligenz oder sollte man das alles einfach so weiterlaufen lassen? Aktuell stehen wir noch am Anfang und das, was wir jetzt hier sehen, ist nichts zu dem, was in den kommenden Jahren vorgestellt werden wird. Ich bin gespannt und trotzdem aber auch mit gespaltener Meinung dabei. Deswegen schreibt mir eure mal in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch dieses Video mal wieder gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst sehr gern eine Bewertung da. Und wenn ihr mehr solche Videos nicht verpassen wollt, dürft ihr natürlich auch den Kanal abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin euch einen ganz schönen Tag und auf Wiedersehen. Ciao!